Ja, hallo, grüße dich. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing und in diesem kurzen Video geht es um das Thema Widerstände. Widerstände im Verkaufsgespräch. Wie gehen wir damit um, wenn dich das Thema interessiert? Ein paar wirklich gute Tipps aus der Praxis. Ja, ich habe über 40.000 Verkaufsgespräche geführt, allein in den letzten 7 Jahren. Dann bleib dran, kurz dran. Nach dem Intro geht es gleich weiter. Bis gleich. Ja, hallo, ich grüße dich. In diesem Kurzvideo wollen wir mal besprechen, wie wir mit Widerständen, grundsätzlich Widerstände, und davon gibt es eine ganze Menge, ja, also besonders die Kunden, die nicht ganz so einfach sind zu kriegen, wie gehen wir mit dem Widerstand um, wenn wir letztendlich im Verkaufsgespräch sind oder in der Kaltakquise sehr, sehr häufig, ne, kriegen wir häufig Widerstände, ja, wir sind schon bedient, haben keinen Bedarf, wir haben schon Partner, dies, das, jenes, ja. Letztendlich grundsätzlich auf einer Metaebene. Wir können natürlich jetzt auch ein paar Beispiele rausholen, werde ich vielleicht später auch noch machen, ein weiteres Video aus der Praxis, ja. Aber auf einer Metaebene möchte ich mal ganz kurz dieses Thema besprechen. Ja, bleib einfach bei mir. Widerstände. Mit Widerständen ist es halt häufig so. Ich habe es ganz häufig erlebt, auch in der Zeit, wo ich viel Teams aufgebaut habe, neue gecoacht habe und auch in Firmen und so weiter. Dass mit Widerständen, ja, wenn jemand einen Widerstand auf uns bringt, also zum Beispiel, ja, das habe ich schon, na, das geht nicht und so weiter, dass instinktiv, ja, viele darauf wiederum mit Widerstand generieren, ja, also Widerstand und ich jetzt sozusagen, nee, das stimmt nicht, ja, was du sagst, Kunde oder potenzieller Kunde, das stimmt nicht, also Widerstand mit Widerstand. Warum? Ja, weil mein Ego eben relativ groß ist, ja, ich habe mich extra reingearbeitet in dieses Thema, ja, mich zum Experten gemacht, sei es auf der verkäuferischen Seite, als auch auf der technischen Seite vielleicht, ja, ich habe auch unheimlich viel auf dem Kasten, ja, und jetzt leite ich mein Gespräch ein mit irgendwelchen Fakten, irgendwelchen Themen, ja, irgendwelchen Meinungen und so weiter, und der Kunde bringt mir sofort Widerstand entgegen. Und ich weiß vielleicht sogar, dass der Kunde Unrecht hat, zumindest von meiner Brille her, ja, und habe sofort einen Instinkt dagegen zu gehen, ja. Und hier ist mein wirklich wertvoller Tipp an dieser Stelle, trainiere es dir an, dass du, selbst wenn du weißt oder wenn du glaubst zu wissen, dass du im Recht bist, ja, nicht gegen den Kunden gehst, denn wenn du mit Widerstand sozusagen begegnest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher, ja, oder geradezu sehr wahrscheinlich zu 100%, dass du nicht das gewünschte Resultat aus diesem Verkaufsgespräch bekommst oder aus dieser Lead-Generierung, ja, sondern hier den Widerstand des Kunden oder deines Gesprächspartners nochmal verstärkst. Ja. Widerstand plus Widerstand ist noch mehr Widerstand, ja, insgesamt. Ja. Viel besser, viel cleverer, viel intelligenter ist es, wenn du dir antrainierst, dass wenn Widerstand kommt, ja, du immer erstmal, vorerst zumindest, ja, zustimmst. Also du setzt dich sozusagen die Brille des Kunden auf, ja, die du vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig nachvollziehen kannst. Aber grundsätzlich mal stimmst du zu. Du stimmst also dem Widerstand des Kunden zu mit der Folgeerscheinung, dass du letztendlich im Nachhinein eine viel höhere Wahrscheinlichkeit damit generierst, den Widerstand, den dir sofort dein Kunde bringt, zum Zeitpunkt, wo ich vielleicht noch gar nicht so richtig kennt, ja, aufzulösen. Also das heißt, der Widerstand, der kommt von deinem Kunden, dem stimmst du zu, damit setzt du dich sozusagen ins gleiche Boot des Kunden, du setzt dir letztendlich die Brille auf des Kunden, ja, oder versuchst es zumindest möglichst gut, um dann im Nachhinein denselbigen Widerstand aufzulösen. Und mit dieser Vorgehensweise hast du eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dein Ziel zu erreichen, entweder einen Termin zu generieren oder einen Abschluss zu generieren etc., als wenn du sozusagen auf dein Recht beharrst. Und das ist letztendlich das, was wir instinktiv in uns drin haben, und daraus entstehen halt auch zum Beispiel die meisten Streitgespräche, ja, weil jeder meint oder letztendlich von seiner Sicht der Dinge eben fest davon überzeugt ist, Recht zu haben, ja, und
dem vielleicht auch so ist, aber uns eben nicht weiterbringt, wenn wir auf Widerstand stoßen, was ja sehr, sehr häufig vorkommt, besonders in der Kaltakquise oder in der Neukundengewinnung, B2B am Telefon oder auch vor Ort oder auch im Internet per Skype oder ähnliches, als wie es normalerweise der Fall ist, wenn man sich jetzt schon mal über mehrere Jahre oder mehrere Monate, ja, in der Bestandskundenpflege zum Beispiel, wenn man sich da schon länger kennt. Ja? Also, wir haben sehr viel, nochmal zusammenfassend, in der Neukundengewinnung haben wir sehr viel mit Widerstand zu tun und wir können einfach viel besser diesem Widerstand begegnen und letztendlich unsere Ziele erreichen, langfristigen Ziele, wie zum Beispiel Termin, Neukunde gewinnen, wenn wir diesen Widerstand eben mit Zustimmung begegnen erstmal, um den Widerstand dann in der Folge letztendlich auflösen zu können. Das soll es gewesen sein für dieses kurze Video. Ich hoffe, das konnte dir irgendwie weiterhelfen. Wenn dem so ist, wenn du jetzt ein IT-Dienstleister bist oder IT-Produkte verkaufst, Software herstellst oder ein Systemhaus hast oder ähnliches, dann schau doch einfach mal rein bei uns, mach einen unverbindlichen Termin mit uns, mein Team und mir. Wir schauen uns dann mal deine aktuelle Situation an, wie wir dir am besten weiterhelfen können. Die erste Stunde ist völlig kostenlos, kannst du dir hier unten auch automatisch dir einen freien Spot raussuchen bei klein-marketing-termin buchen. Hier unten ist der Link, schau einfach mal rein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, würde mich wirklich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Daumen hoch.